Mancher in der Wirtschaft gibt sich schlau, lässt sich beraten. Er lädt einen Politiker zum Grillen ein in seinen Garten. Falls mal was zu deichseln wäre oder auch zu drehen. Mit dem richtigen Rückenwind kann die Post abgehen. Stell dir doch mal vor, wie das beschränkt, gibt's da Gesetze, die dir deine Freiheit nehmen, kriegst du glatt die Krätze. Doch gibt es Politiker und die sind gut geschmiert. Sind die doch ihr Geld wert, wenn dann alles funktioniert? Wunderbar beraten ist das Geld gut angelegt. Denn was machen Lobbyisten? Die kriegen was bewegt. Manchen in der Wirtschaft hört man manchmal heftig klagen. Es macht keinen Spaß, sich mit Gesetzen rumzuplagen. Alles bürokratisch und auch völlig lebensfremd. Wie soll man da Geld verdienen, wird man so gehemmt. Manche große Schweinebauern halten ihre Sauen in Kastenständen aus Metall, kann man sie gut verstauen. Sind die durch Gerichtsbeschluss seit Jahren auch illegal? So ein Urteil ist so manchem Mastbetrieb egal. Wunderbar beraten ist das Geld gut angelegt. Denn was machen Lobbyisten? Die kriegen was bewegt. Schweine, die gemästet sind, die fährt man in den Schlachthof. Dann ist, guckt man da genauer hin, was man da macht, doof. Dumpinglöhne, viel Gestöhne, Mietenwucherei. Nur Profite bringen Rendite, was ist schon dabei? Mit Rumänen und Bulgaren Werkverträge schließen. Und man sieht im Schlachthof Blut in dicken Strömen fließen. Schnitzel für den Teller, Kotelett für'n gedeckten Tisch. Der Discounter wirbt bei uns, ist billig und ist frisch. Wunderbar beraten ist das Geld gut angelegt. Denn was machen Lobbyisten? Die kriegen was bewegt. Sah man Sigmar irgendwann bei Clemens mit am Grill stehen, soll Lobbyarbeit effektiv sein, dann muss die ganz still gehen. Hier ein Häppchen, da ein Schlückchen und ne Provision. Was gäb's zu bereden, man versteht sich so auch schon. Dieter hält zu Clemens und auch Julia hält dicht. Sie weiß, was sie machen soll und hält's für ihre Pflicht. Schweinekästen bleiben noch auf Jahre, wie sie sind. Und wenn es Protest gibt, stellt Frau sich taub und blind. Wunderbar beraten ist das Geld gut angelegt. Denn was machen Lobbyisten? Die kriegen was bewegt.